Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Astrid von Astrids Papiereuphorie und ich möchte euch heute zeigen, wie schnell und einfach ihr selbst ein Kuvert falten könnt für so eine Geschenkkarte. Ich verwende heute das Papier geschmackvoll gemalt. Das ist aus der Celebration. Es startet ja am 3. August der neue Katalog und gleichzeitig die zweite Celebration des Jahres. Und da gibt es ja immer Gratisprodukte zum Aussuchen ab 60 Euro. Und dieses Papier ist eines davon. Ihr bekommt hier drei Designs, jeweils doppelseitig. Und von jedem Blatt, jedes Blatt ist viermal enthalten in der Packung, also insgesamt 12 Blätter. Ihr habt hier diese Blumen mit Wellen, Streifen mit Blümchen und da diese Blätter mit den Pünktchen. Und diese Pünktchen verwende ich jetzt. Einmal das zugeschnitten auf 15 x 15 cm und das lege ich mir jetzt so hochkant hin, Spitze auf Spitze. Also ich habe hier ein Unterlagspapier mit einem vorgezeichneten Kreuz. Wenn ihr das nicht habt, nehmt euch ein kariertes Papier und malt euch so ein Kreuz vielleicht auf. Diesen Block könnt ihr übrigens auch bestellen, der ist im Hauptkatalog. Wenn ihr da Fragen habt, meldet euch bitte. Ich lege mir das Blatt jetzt so hin, dass ich, das ist, möchte ich als Außenseite, das heißt die Außenseite nach unten. Und ich lege mir das so hin, dass ich hier oben und hier unten an der Spitze jeweils diese senkrechte Linie habe. Und schaue, dass ich da mit dieser oberen Spitze genau auf seinem Kreuzungspunkt liege. Dann klappe ich die untere Spitze nach oben. Und zwar so, dass sie da einen Zentimeter unterhalb der oberen Spitze ist. Das sind genau zwei Kästchen hier, dass praktisch hier die Spitze bei einem Zentimeter liegt. Das Ganze drücke ich mal fest und streiche gleich mit dem Papierfalter nach. Dann drehe ich mir das Papier so, dass ich hier an dieser senkrechten anlegen kann und die Spitze liegt jetzt an der waagrechten Linie. Jetzt klappe ich den unteren Teil nach oben und schaue, dass diese Spitze hier wieder bei einem Zentimeter über der Mittellinie zu liegen kommt. Ja, also diese obere Spitze hier bei einem Zentimeter und die linke Kante auf Kante. Gut festhalten und feststreichen. Dann können wir eventuell von oben nach unten klappen. Ich tue mir aber leichter, wenn ich wieder von unten nach oben klappe. Das heißt, ich lege es mir hier wieder an der senkrechten, schaue, dass meine Spitze hier an der waagrechten Linie liegt und klappe das wieder so nach oben, dass diese Spitze bei einem Zentimeter hier zu liegen kommt. Da schauen, dass die Kante schön auf der Kante liegt. Festhalten, festdrücken und den Papierfalter nachziehen. Dann lege ich mir das Ganze so hin, dass die noch verbleibende Spitze zu mir zeigt und nehme jetzt diese obere Schicht Papier und klappe die hier in diesen Spitz hinein. Und zwar so, dass ich da ungefähr ziemlich genau hineinpasse und dass da kein allzu großer Spalt bleibt. Dann streiche ich mir das wieder fest. Kontrolliere nochmal. Jetzt muss ich das obere Papier auch noch klappen. Da streiche ich hier so kurz mit dem Nagel noch über diese Kante, damit ich mir da leichter tue beim Umknicken. Und falte mir das so herunter oder hinüber. Und streiche mir das wieder nach. Dann klappe ich es wieder heraus, also auseinander, und schneide mir diese kleinen Dreiecke, die da entstanden sind, weg, weil die störend erinnern. Schaut noch nicht schön aus. Zwei kleine Schnipse. Einmal auf der einen Seite und auch auf der anderen Seite. Dann lege ich mir das noch einmal so zusammen und schaue, ob das da eh nicht drüber steht. Wenn das so, kann man dann noch ein bisschen nachkorrigieren, falls nicht ganz gerade geworden ist. So, jetzt wird schon geklebt. Wir kleben nur diese innere Lasche einmal, die
diese größere Lasche an. Streichen das gut fest und ziehen damit auch gleich noch einmal da den Bug nach. Dann nehmen wir uns eine Seitenlasche und streichen hier auch nur auf diesem inneren Dreieck den Kleber auf, so dass er zwar gut am Rand auch hinkommt, aber nicht über den Rand, wenn möglich, weil sonst gibt das Kuvert zu. Auch da streichen wir wieder nach. Machen das Ganze auf der anderen Seite genauso, also nur dieses innere Dreieck da mit Kleber bestreichen. Bevor wir das jetzt aber ganz fix ankleben, schieben wir noch diese Spitze hier hinein, indem wir da diesen oberen Papierteil, der nicht festgeklebt ist, so weghalten und das so hineinschieben. Kann man das sehen? Also hier so in die Spitze hinein, dann nach unten schieben, damit wir da wieder an der Kante sind. Und ich fixiere mir ganz gern auch diesen kleinen Spitz da mit einem Tupfenkleber. Ja, also wirklich nur so ein Tupferl, dass das dann nicht wegsteht. Immer wieder gut nachstreichen. Je dünner das Papier ist, desto einfacher ist das auch. Also mit einem Cardstock würde ich es eher nicht machen, weil das zu dick ist. Und unser Kuvert ist an sich schon fertig. Bleibt natürlich jetzt nicht so, darum habe ich da auch noch dann eine Banderole rübergegeben. Aber wir können hier schon einmal unsere Geschenkkarte hineinstecken. Lassen das Ganze noch ein bisschen liegen und trocknen. Wir kümmern uns um die Deko. Da habe ich schon einen Spruch vorgestempelt. Also bei meinem Muster habe ich genommen The best thing about today is you. Und jetzt habe ich Happiest of birthdays to you. Das ist aus dem Stempelset All Squared Away. Da habt ihr auch diese Hintergründe, die schönen, und da gibt es so Blumen zum Ausstanzen. Und hier habe ich jetzt die Sprüche herausgenommen, weil die einfach gut zu dieser Stanze passen. Etikett nach Maß, findet ihr im Hauptkatalog. Und wie fast immer, also jetzt, ja, in den meisten Fällen stempel ich zuerst und stanze dann. Also es gibt wenig Stempel oder Stanzen, wo ich es umgekehrt mache, weil ich hier jetzt genau positionieren kann, wo ich meinen Spruch haben will. Dann stanze ich mir hier noch aus Farbkarton eine zweite Raute aus. Das ist keine richtige Raute. Also das Etikett aus. Und das schneide ich mir hier in der Mitte noch einmal auseinander, damit ich hier, wenn ihr das da seht, habe ich hier so einen kleinen Rand. Ich finde das immer recht hübsch, wenn da so ein bisschen noch was vorblitzt. Also hier ein bisschen Kleber am Rand drauf und dann da auf den Farbkarton legen. Je nachdem, wie breit ihr den Rand wollt, könnt ihr das dann verschieben. Ich will einen eher schmäleren Rand. Mache das Ganze auf der anderen Seite auch. Hier Vorsicht, solange der Kleber noch feucht ist, kann sein, dass dieser Teil verrutscht. Das ist mir vorhin nämlich passiert. Jetzt lege ich mir das hier auf. Schau, dass ich hier ungefähr den gleichen Abstand habe wie auf der anderen Seite natürlich. Genau, das lasse ich kurz trocknen. Inzwischen mache ich die Banderole. Da habe ich einen Streifen aus den neuen Incolors, von dem Papier ausgeschnitten. Da habt ihr so ein ganzes Paket. Und 6x6 Papieren mit den 5 Incolors in jeweils 2 Designs. Also dieses Streifenmuster, das ich jetzt habe, mit der Rückseite diese Karos, dann habt ihr da so Blümchen mit einem Rautenmuster. Eben in den 5 Incolors, das gibt es auch für jede Farbfamilie, so ein Paket. Der Streifen ist jetzt 2,5 cm breit und 13,5 cm lang. Den lege ich mir jetzt so drauf, dass ich hier so ein bisschen über der Mitte bin, von der Breite. Knick den einmal um. Schau dann, dass das auch wirklich
gerade ist, indem ich da an der Kante mich orientiere. Gebe das wieder so drüber und schlage das einfach so drüber, drücke es wieder ein bisschen fest und streiche das nach. Ihr wisst wahrscheinlich, dass ich Banderolen selten abmesse, also selten mit dem Papierschneider und dem Falzbein mache, sondern einfach anpasse, einfach nur so drüber lege. So, das wird jetzt noch zusammengeklebt. Nehme ich jetzt das doppelseitige Klebeband. Da einen Streifen drauf. Da nur wichtig, dass man es eben nicht zu straff und das Kuvert drum bindet, sodass ich es dann auch wirklich noch gut schieben lässt, weil sonst hat man beim Rauf und Runter gehen große Probleme. Jetzt kann ich da mein Schild schon aufkleben. Gehen wir da den Klebepunkt eigentlich immer auf die Banderole, damit ich sicher bin, dass sie an der richtigen Stelle sind. Schaue ich noch, dass ich da möglichst mittig bin. Genau, und jetzt kann ich noch ein bisschen verzieren. Dazu habe ich mal schon so kleine Blümchen ausgestanzt. Das ist jetzt aus dem Set perforierte Blumen. Da habt ihr diese Blüten und da sind auch diese drei, dieses Dreier-Set an diesen kleinen Blümchen drauf. Das habe ich mal zweimal ausgestanzt und übereinander geklebt. Die werde ich mir jetzt da drauf mit Blue Dots vielleicht. Ja, geht sich aus. Diesen Mini-Klebepunkten. Weiß nicht, die Gefahr, dass der Kleber dann irgendwie rausflutscht. Und dann drapiere ich mir das so, wie ich das da möchte. Mal da oben. Hier drüben zwei und dann auf der anderen Seite noch eine. Wer will, kann dann noch Glitzersteinchen draufkleben. Ja. Mag ich. Und fertig ist unser Kuvert für die Geschenkkarte. Ganz schnell und einfach. Man braucht auch gar nicht viel messen. Also wichtig ist, dass das Papier quadratisch zugeschnitten wird, 15 x 15 cm. Ich habe hier auch noch ein Muster mit einem anderen Papier. Hier habe ich die Blümchen verwendet aus der Erdbeerstanze. Und da wollte ich euch noch zeigen, man kann auch dieses hintere Fach verwenden, indem man da einfach so ein kleines Eingriffsloch schneidet und dann hinten noch ein Kärtchen reinsteckt. Das hat eine Größe von 9 x 5,5 cm. Ja, das passt dann hinten auch noch rein. Kann ich hinten noch einen Gruß drauf schreiben und vorne die Geschenkkarte oder auch umgekehrt, wie ihr das machen wollt. Ganz schnell fertig. Ihr könnt dafür auch gut Papierreste verwenden, eben 6x6, also 15x15 cm sollten es halt groß sein. Ich hoffe, die Idee hat euch gefallen und ihr besucht mich das nächste Mal wieder. Ich freue mich, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst oder einen Daumen hoch. Und sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss und Baba!